Wenn sich die ganze Welt die Wahrheit sagen würde, dann wäre das das Ende der Zivilisation. Das behauptet zumindest Marcel, ein Protagonist des Stückes »Die Wahrheit« von Florian Zeller. Die Figuren des französischen Autors sind namentlich wie örtlich nach Liechtenstein, genauer gesagt nach Schaan, versetzt worden. Der Heimathafen des Vereins Theater Karussell, der gerade intensiv probt. Regie führt Andreas Jennert, Gründer des Theaters der Sprachfehler und Aktionstheater-Ensemble-Mitglied. Es geht eher um Menschen, die sich vielleicht im Leben abhanden gekommen sind, ja. Die im Leben vielleicht etwas erwarten, die Erwartungen in einer Ehe andere vielleicht dann doch sind, wie man sie sich vorgestellt hat. Und dass ein Müßiggang oder eine Langeweile vielleicht auftaucht und in diesem Eid, in diesem Schwur der Ehe, dass man da mit anderen noch liebäugelt und vielleicht einen Seitensprung wagt. Deshalb habe ich gesagt, dass ich krank bin. Es gibt also wirklich keinen Grund, solche Unterstellungen zu machen. Diesen Seitensprung wagt Marcel, und zwar ausgerechnet mit der Frau seines besten Freundes. Die Wahrheit will er aber keinem sagen, weder seiner Frau noch seinem Freund. Kannst du dir vorstellen, dass Paul betrügen, gerade jetzt, wo er arbeitslos ist, dazu vielleicht mit einem seiner besten Freunde? Was? Hä? Was hast du gesagt? Richtig. Ich meine nur, dass das völlig unmöglich ist. Ich meine, bei einer Frau wie Alice. Du weißt, ich fasse es immer noch nicht, dafür weiß ich nichts. Darf ich dich daran erinnern, dass er arbeitslos ist? Ja, ich weiß. Na, darf ich dich daran erinnern, dass er vor 3 Wochen gefahren wurde? Ohne Grund, von einem Tag auf den anderen. Der Ärmste. Ja, die Leute haben wirklich keine Moral. Auf der Bühne stehen Thomas Hassler, Hanno Dreher, Heidi Salmhofer und Ulala Zauskeite. Sie springt für Ute Hoffmann ein, die aus persönlichen Umständen die Produktion verlassen musste. Die Wahrheit von Florian Zeller ist eine Komödie. Eine Komödie, die aber genauer betrachtet doch viel mehr ist. Andreas Jennert inszeniert dementsprechend. Ja, hallo Lili, ja, da bin ich wieder. Ja, ein Kind, ja, ein Kind, ja. Ah, wait a minute, I speak with my wife. I love her. Ja, man ruft nach mir, ja. Ja, ich rufe dich morgen nochmal an. Gut, ja, ich küsse dich auch, ja. Ich küsse dich auch, ja. Wer eine aufgesetzt oberflächliche Schmähkomödie erwartet, wird überrascht sein. Du hast eine Sitzung abgesagt, um den Nachmittag mit Paul zu verbringen. Ich finde allgemeine Erwartungen, also das Wort ist auch recht spannend, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man dann ja gewisse Sachen gar nicht so auf sich wirken lässt. Ja, also das Jetzt finde ich halt spannend. Und wenn man mit einer Erwartung kommt, ist das Jetzt immer nicht ganz so zu greifen. Und daher finde ich, wenn die Zuschauer in eine Erwartung kommen, dann werden sie erstmal vielleicht enttäuscht oder durcheinander gebracht oder vielleicht auch irritiert. Und ich finde, in der Irritation liegt mehr jetzt als in der Erwartung. Von daher ist das ja ganz, ganz richtig, ja, dass ich nicht die Erwartungen bediene. Sie sprechen. Du, sie ist gerade ein wenig müde, ja. Kann ich es ja vielleicht sagen. Andreas Jennerts Produktion mit dem Theater Karussell wird eine Collage aus Gefühlen und Emotionen, gespickt mit der witzig-rhythmischen Sprache von Florian Zeller. Was das Publikum somit erwarten kann, ist wohl ein kurzweilig bunter Abend, bei dem man mit Sicherheit auch lachen kann. In dem ganzen Leid und in der ganzen Freude steckt, wenn man die Wahrheit spricht, immer etwas Humor. Schönes Schwein.
Spiel auf jeden Fall. Nein, sie ist wirklich nicht in guter Form. Was? Um nochmals Marcells Sorge aufzunehmen, immer die Wahrheit zu sagen, wäre das Ende der Zivilisation und somit keine gute Idee. Andreas Jennert ist da ganz anderer Meinung, fast. Also wenn du mich jetzt so nochmal fragst, ich denke, dass es nicht schlecht ist, immer die Wahrheit zu sagen. Ich finde auch immer, es ist ein sehr langer Begriff, weit, groß. Finde ich schwierig. Da muss ich ja schon lügen, wenn ich sage ja. Also von daher ist es immer wichtig, die Wahrheit zu sagen. Premiere von Die Wahrheit ist am 13. März im Takino in Schaan. Bis Anfang April wird dann jeden Mittwoch und Sonntag gespielt.